Hallo, hier ist wieder euer Sturmwaffel. Zurück mit einem Bug-Video. Aus selbst zu Hause. Bleibt zu Hause. Zu Hause. Hi, ich bin's. Ich mache heute wieder ein bisschen Kach und... Kachbar, was ist los? Koch- und Bug-Action. Heute eher Bug-Action. Das erste Mal wohl mit einer Motivtorte. Das wird spannend. Dazu habe ich mir ein Video ausgesucht von der Werten, der wunderbaren, der sehr lieben... mal Wanne. Denn Vanessa hat die Tage eine sehr passende, fantastische Klopapier-Motivtorte gemacht auf ihrem YouTube-Kanal. Das Video dazu ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Was auch noch in der Beschreibung verlinkt ist, ist unser Podcast. Der kommt ja momentan auch täglich live, um euch ein wenig, ist nicht live, aber der lenkt ganz gut ab. Schaut da doch gerne rein, in der Beschreibung ist der Podcast verlinkt. Auf dem zweiten Kanal gibt es auch Animal Crossing-Videos und ich bin auch fast jeden Tag live auf meinem Twitch-Kanal. Alles in der Beschreibung verlinkt, checkt es aus und sturmwaffe.de für guten Merch. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich kann nicht backen. Aber Klopapier ist ja wichtiger denn je. Und wenn man weiß, wie man das selber macht, umso besser kommt ihr durchs Leben. Tipps und Tricks mit mir. Ich habe natürlich keine Waage. Das ist okay. Aber Vanessa sagt jetzt, was wir brauchen. Wir brauchen 4 Eier. Kein Problem. 1, 2, 3. So Gewichtssachen sehr gut. Wieso lad mich mal ein zu Sachen halbieren? Oder Rob? 200 Gramm Zucker. Kommt das dann da rein? Das ist kein Problem. Jetzt muss ich zwar... Ich habe doch einen Thermomix. Um das vielleicht kurz zu erklären. Dieser Thermomix steht hier, weil er mir vor Jahren geschenkt worden ist von meinen Eltern. Weil viele haben das in den Kommentaren sicherlich sehr oft geschrieben. Und Geschenke verschenkt man nicht weiter oder verkauft man. Deswegen steht er hier. Ich habe damit mal eine Suppe gemacht. Weil, ja, ich weiß, es ist nicht der von Philipp aus dem Büro. Es ist meiner. Will jemand Thermomix? Ja, ihr wollt einen Thermomix, aber nein, ich gebe euch den Thermomix. Es ist ein Geschenk. Und eine super Küchenwaage, sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt ist die Waagenfunktion aktiviert, kein Problem. Hat er einfach gelöst. 200 Gramm Zucker habe ich hier. So, 200 Gramm, ne? Zack, 200 Gramm. Gruß geht raus an alle Haters. Was kommt als nächstes, Vanessa? Salz. Vanilleextrakt. Ja, jetzt haben wir natürlich Vanillearoma, ne? Ist schon das gleiche, oder? Können wir alle uns einfach einig sein? Ich mache jetzt mal so ein bisschen. Ja, es ist ein bisschen Vanillearoma. Ist das gleiche. Am Ende extra. Ich habe noch was von Sally hier. Wann wird das schlecht? Das Vanilleextrakt, das kann nicht schlecht werden, ne? Ich habe noch Sally. Ich habe tatsächlich von Sally Vanilleextrakt. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen Aroma drin, egal, ne? Ist doppelt Vanille, hält einfach besser. Was ist denn los jetzt? Oh, jetzt beschwert euch doch mal nicht. Das ist von Sally. Alles gut, wir können es ihr jetzt doch wieder erzählen. Dann kommt dieser Vanilleextrakt da rein. Aber wir haben den besseren, weil wir haben den von Sally, na klar. Achso, das wird jetzt erstmal durchgerührt. Trockene Zutaten zusammenmischen. Ich bin hier sehr ausgestattet. Viele wissen das ja nicht, aber ich bin schon manchmal ein Profi. Kann nämlich auch backen. Das beweise ich euch nämlich da heute mit. Das ist nämlich der Test für euch natürlich, habe ich gar nicht gesagt, aber wie macht man denn Videos? Wie kann ich denn alles vergessen? Ich bin so durchgedreht. Ich bin langsam wirklich durchgedreht. Ich habe jetzt am Anfang des Videos nicht mehr erklärt, warum ich das mache. Ich möchte es natürlich testen. Ist ein Quarantäne-Testrezept. Schmeckt denn die Torte? Von wie schmeckt die? Wie schmeckt's? Vanessa, ich gucke jetzt mal, ob das funktioniert, was du hier den Leuten erzählst. Weil das sind die Tipps. Macht es denn jemand nach? Höchstwahrscheinlich. Aber wer testet das denn für euch, ob das wirklich funktioniert? Icke, ne? Das muss jetzt gemixt werden. Ja, ich habe jetzt kein... Jetzt so ein cooles Mixding, Mann. Wie lange muss das denn gemixt werden, Vanessa? Also das ist jetzt ein bisschen schaumig. Alles, was ich bis dato immer gehört habe, war, dass es schaumig sein soll. Was waren die trockenen Zutaten, Mann, ey? Das, ich habe nicht mitgeschrieben. Ja, haben wir. Ja. Ja, haben wir. 200 Milliliter Öl. Ja, ja. Und dann... Ja, ist auch egal. 200 Gramm Mehl. Okay, ich krieg das hin. Boah, ich bin richtig ungeduldig. Leute, wenn ihr mich nicht hättet, wüsstet ihr dann, ob es klappt oder nicht? 200 Gramm Mehl, jetzt macht das doch. Gut, 200 Gramm Mehl. Ab. Was noch? Backpulver, ne, sagt die. 100 Gramm Stärke kriegen wir hin. 100 Gramm Stärke erstmal. War hier nicht so ein Ding drin? Ich verstehe das nicht. Alles ist unterschiedlich immer. 100 Gramm von dir. 100 Gramm davon. Ich will dich nie wieder sehen. Und jetzt noch ein bisschen Backpulver oder viel? Ich glaube, das ist schon viel, brauchen wir da, ne? Wie gehst du auf? Das ist ein roter Faden, aber er macht es nicht, was er soll. Wie? Warum gibt es dich so, wie du bist? Hat gar kein Problem gemacht.
ist mir sehr einfach gefallen. Alles gut. So, das sind alle Zutaten dafür. Die tue ich kurz hier rein. Danke, Thermomix-Waage. Du bist eine sehr teure Waage. Aber ganz gut, die Sachen hat sie da reingetan und da mischt sie die trockenen. Das muss auf jeden Fall noch mehr gemixt werden. Sie nimmt wirklich eine ganze Tüte Backpulver. Ich kann es nur auch so machen. Also ich habe es gesehen, sie tut die ganze Tüte Backpulver da rein. Okay, also Wasser, kommt das jetzt auch da rein? Was ist denn jetzt passiert? So, Mineralwasser 200 Milliliter. 200 Milliliter Wasser ist, boah, ich halte mich so ans Rezept, ne? Wenn jetzt meine Mutter nicht stolz ist. 200 Milliliter Wasser und dann Öl, ne? Also ich finde, bis dato sind wir noch auf einem guten Weg. Erschwerte Bedingungen, aber das ist ja häufig so. Dann tue ich das auch da rein. Und dann was? Sind die trockenen Zutaten jetzt drin? Nee. Hinein sieben, mache ich auch. Sie hat es getan, ich muss das auch tun. So, das heißt, wir sieben die jetzt kurz vorher nochmal alle rein, die Sachen. Damit sich keine Klümpchen bilden, ist das, glaube ich. Deswegen sieht man Sachen. Ich sehe das auch nicht ein, Vanessa. Ich bin da voll auf deiner Seite. Heute machen wir es mal ausnahmsweise, weil ich halte mich ja an das Rezept und ich probiere es aus für euch, Leute. Freut sich denn da jemand drüber, dass er sich so Mühe gibt? Ich gebe mir einfach nur Mühe, muss ich sagen. Also ich freue mich auch in erster Linie hauptsächlich für mich. Langsam unterrühren so. Also das macht ja normalerweise ihr KitchenAid-Ding, ne? Es wurde geteigt. Ha? Was willst du tun? Ich habe geteigt. Jetzt haben wir diese beiden Backformen. Das übereinander gestapelt ist einfach eine ganz große. Aber jetzt muss ich hier erstmal Backding reinmachen. Okay, ich krieg das hin. Solche Zeitwaren. So. Ja, auch die schneid's ab. Ich sehe schon wieder die ersten. Dann nachher schmeckt's nicht, weil ich genau das nicht gemacht habe. Ah. Eins. Jetzt einfetten. Ist das eingefettet? Passiert hier groß was? Achso, ja, es ist tatsächlich eingefettet, nur sehr seicht. Jetzt habe ich Butter auf dem Shirt. Verdammt. Ja. Wie viel Grad? 30 Minuten braucht das jetzt. Oh je, warte, dann muss ich das jetzt aber da auch reintun. An Umluft. Irgendwas mit 200. Halbe Stunde muss das dann irgendwie in den Ofen. Ich muss jetzt erstmal das auf die Formen verteilen, ne? So, Form 1, Form 2. Ihr seid fertig und glücklich, hoffentlich gleich. So, einmal. Oh, jetzt Sachen aufteilen, ne? Habe ich gerade noch mit Werbung gemacht, dass ich es gut kann. So. Aber hey, für den Anfang, komm. Es gab schon Schlimmeres. Das sieht doch gut aus. Und das Wichtigste ist immer, wenn ihr meine Videos kennt, es bleibt in den Formen. Das ist für mich schon Erfolg jetzt. So, dann lassen wir kurz den Ofen hochheizen. Und sobald der Ofen hochgeheizt ist, gehen die da rein. Macht man denn was in der Zwischenzeit? Weil man muss nämlich, glaube ich, noch was machen. In der Zeit, auch wenn der Kuchen abkühlt. Dann lass uns das doch einfach mal zwischendurch machen. Weil das muss, glaube ich, auch noch im Kühlschrank. Ich sehe hier, wenn das aus ist, dass das aus ist. Also die, das Temperatur... Kann er, Deutsch. Kann er. So, ich tue die beiden jetzt erstmal hier hin. Das heißt, da kommt eine so Sahne, die hat halt jetzt so Becher. Wir haben so Dings. Ich kenne mich aus, Leute. Macht ihr euch mal am wenigsten... Ihr müsst euch am... Ach Gott, ich kriege die Dinger nicht raus. So, jetzt muss ich hier Sachen machen. Während die Sahne aufkocht, die Schokolade schneiden. Sag mal, bist du wahnsinnig? Das letzte Mal, als ich von Vanessa irgendwas gemacht habe aus ihrem Kochbuch, haben wir geheult, ne? Möchte ich mal kurz sagen. Also die hat da so ein so ein Ding. Boah, irgendwie seid ihr mir ein bisschen zu schade dafür, ich weiß auch nicht. Die machen da so kleine, feine Stücke draus. Weil die japanischen Messer mir auch sagen, hör auf. Irgendwie nicht das Gefühl, als sollte das machen. Wisst ihr, was ich meine? Ihr seht es, glaube ich, gar nicht, ne? Weil das hinter diesem Block ist. Videos kann er auch nicht mehr. Einmal jetzt Sahne rein. Also das sind 200 Gramm Sahne. Aber wir brauchen doch für das andere auch noch Sahne, oder irre ich mich hier? Okay, also ich habe auch drei davon. Also, fuck, ey. Fuck, ich weiß nicht. Ah, was denn jetzt genau? Ah, mein Kopf, ich muss es weiterschauen. Also anscheinend ist es ja schon irgendwie eine Angabe gewesen. Kuvertüre dann noch mehr? Ich vertraue dem Ganzen nicht. Also das muss ja schon die Füllung sein. Da muss schon... Ich mache das jetzt einfach. Ich habe keine Ahnung, Mann. Dann jeweils die Hälfte von denen. Och Gott, ich bin so irritiert, Mann. Sind wir ganz ehrlich. Jetzt dreht er durch. Ich sehe jetzt hier auf dem ersten... Es sind Angaben irgendwo. Ich sehe jetzt hier, wo das ist. Und ich mache jetzt hier die Hälfte. Das geht schon. Merkt euch, 1,5 Karton ist 2 Becher... Dings ist fertig. Oh Gott, Alter. Jetzt muss ich hier einen Timer für die das und einen Timer für... Kuchen Nummer 1. Ich
kann damit nicht greifen. Oh je, wie kriege ich das denn jemals wieder da runter? So, jetzt kommt das zweite, das probiere ich direkt da drauf zu stellen. So klappt's. Sehr lieblich gewesen. Alles gut, denen geht's toll. Halbe Stunde oder so, glaube ich. Ein bisschen runter, weiß ich auch nicht. Was mache ich denn hier? Ich hole jetzt meine Apple Watch, warte. Ja, gut, jetzt haben wir das. Jetzt kannst du mal aufkochen. Mann, irgendwas passiert jetzt hier drin. Und dann ist das alles okay. So, das ist jetzt schon leicht wärmlich natürlich, weil wir es jetzt zweimal irgendwie leicht angewärmt haben. Das dann aber nur hochkochen lassen, dann von der Hitze nehmen. Ich weiß das alles. Sehr schlau, hat das schon mal gemacht. Ja, köchelt, von der Hitze nehmen und jetzt das da reinmachen. Oh je. Oh je. Oh je. Das ist doch viel zu viel. Was hat er hier gemacht? Ich rühre das jetzt um und dann ist das Creme. Oh, Creme mio. Das geht sich irgendwie aus. Und das finde ich persönlich ganz gut, dass sich das so ausgeht. Sag mal, wie hatten die das gemacht? Ist das dickflüssig oder was muss denn jetzt in den Kühlschrank? Wie war das nochmal? Okay, das sieht richtig aus. Also, Zuversicht. Hey, das sieht aus wie die Soße, die sie gemacht hat. Das ist ein bisschen dickflüssiger. Aber ich finde das alles sehr gut, muss ich sagen. So, das sollte man jetzt umschütten, ne? Das haben wir hier und sie hat gesagt, umschütten, let's do this. Guck, sieht gut aus. Ich glaube, wir sind immer noch auf dem richtigen Pfad. Boah, damit kommt alles so rausgekratzt, ne? Das, als wenn so Jesus einfach so ein Ding wäre. Eins haben wir. So, das zweite jetzt ähnlich, sagt sie. Also das ist im Prinzip das gleiche wie vorher, nur ein bisschen anders. Und der Rest von unserer Zane kommt jetzt dann da rein. So, einmal, weil das ist ja auch mehr Schokolade, wisst ihr, was ich meine? Und bevor wir das aufkochen, weil das geht sehr schnell, lieber zu wenig als zu viel. Das kann man ja noch regulieren dann. So, ich mache das jetzt nicht mehr mit dem Messer, ich mache das jetzt mit so einem Brotmesser. Ich kann das nicht beantworten, ich fühle mich einfach nicht gut dabei. Eine Seite, jeweils 200 Gramm, das heißt, wir haben auch 600 Gramm. Also alles soweit richtig. Das hier nehmen und dann geht's richtig los. So, so. So, klappt doch alles, ist doch alles entspannt hier. Oh Gott. Oh, ist das aufwendig. Warum sind Kuchen so aufwendig? Man muss das nachher so machen wie eine Klopapierrolle. Warum backt ihr gut? Und jetzt alles rein. So schnell wie möglich, weil ich muss dich rühren, wie eine von die französische Mädchen. Du solltest auch jetzt nicht mitreden, Siri. So, dann rühren wir das Ganze mal, bis das jetzt einigermaßen eine geile Masse wird. Die macht das mit so einem Schneebesen, ne? Ist das schlauer? Ich finde, das geht so auch. Vielleicht, um die Sachen noch so ein bisschen zu entknüdeln. Irgendwann, wenn alles so geschmolzen ist, jetzt verändert sich langsam nämlich die Farbe wie beim anderen und dann wurde es irgendwie dickflüssiger. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das passiert ist, aber das ist irgendwie durch Chemie zu erklären, wenn einfach 3 plus 9, dann dicke Ganache. Das ist wirklich ein Topf, ne? Eintopf ist was Gutes. Es ist das Gericht, wo alles schon drin beschrieben ist, wenn man es einfach nur einfach erwähnt. Es ist ein und ein Topf und dann rein da. Wasser, Obst, Gemüse, vielleicht ein halbes Tier oder so. Einfach rein. So, sag mal, ist das jetzt so, wie es sein sollte? Ich finde es irgendwie ein bisschen flüssig. Ich werde das mal so Schneebesen wie, oh Gott, wie Vanessa das gemacht hat. Das andere war viel dickflüssiger. Also hier ist jetzt wirklich alles drin geschmolzen. Ja, und anscheinend ist das jetzt auch bereit. Kann mir jetzt keiner sagen. Aber das muss jetzt in den Kühlschrank, die beiden Aufschlagdinger. Und das muss jetzt in 10 Minuten auch raus und dann abkühlen. Das heißt, wir sehen uns auch wieder, wenn es Zeit ist fürs Abkühlen. Los geht's. Bis gleich. Ja, ist dunkel jetzt, ne? Ich höchstwahrscheinlich zu hell. Ich habe kein Licht hier, Mann. Ey, ist jetzt so, wie es ist, Mann. Warum mache ich denn auch eine Torte. Seid mal froh, dass ich das teste für euch. Wer das nicht liked, der ist wirklich jetzt... Hör mal unser Podcast. So. Ja, das ist ja auch kacke. Das habe ich jetzt nicht gewaschen. Ah. Ich habe mir das Video von Vanessa sehr eingiebig nochmal die letzten paar Minuten angeguckt. Ich hoffe, es ist alles kalt. Wir haben ein paar Probleme, die mich echt nerven. So. Wir haben... Zum einen ist das hier passiert. Wir haben diese Kuchendinger, die ja wie bei Vanessa... Ihr hört es 100% nicht. Ich habe nicht dieses Mikro. Es ist wirklich... unfassbar fluffig. Ich habe aber nur die Kuchenform, die pinken, weil das ist irgendwann mal passiert. Das ist ein anderes Tortenvideo gewesen, weil wir brauchten Tortendinger. Und wir kriegen das nicht so hoch. Ich kriege das nicht so hoch, weil bei Vanessa, weil die kleinere hatte, sind die viel höher geworden mit der Teigmenge.
Ging nicht so. Jetzt habe ich natürlich aber vorgesorgt. Ich habe das hier und eine Klopapierrolle ist ja auch genau diese Größe wie das. Dann wird die halt ein bisschen kompakter. Ich habe vielleicht ein bisschen was übrig, das ist aber kein Stress. Dann muss ich auch nicht alles von diesem Tarwix, dem Mist da drin benutzen und kann mal selber noch das andippen und ich mache das eh in den Kühlschrank und krieg's weg. Meine Güte. Deswegen dachte ich mir, ich stech das jetzt so aus. Dann habe ich zwar ein bisschen Cut links und rechts, aber dann komme ich auf die kompaktere kleine Menge, so wie die das hat. Und vielleicht sieht meine dann ja noch geiler aus als die von Vanessa. Das ist das Ziel. So, also, seid ihr bereit? Ich werde jetzt hier mal schön an den Rand gehen und dann würde ich jetzt einfach mal runterstechen. Ich probiere es jetzt. Es kann nur schief gehen. Das hat sehr gut funktioniert, erstaunlicherweise. So, dann mache ich hier so und dann mache ich... Ist mir leider auch an einer Seite ein bisschen eingedrückt, Mann. So, schauen wir mal. Hat auch geklappt. Sehr gut. Das heißt, da können wir uns jetzt diese zwei Sternchen ausstechen und dann wird es einfach kompakt. Aber eine geile Klorolle. Ich werde das jetzt hier drauf machen müssen. Warte. Wenn ich das jetzt hier drumrum, was jetzt nicht mehr so wichtig ist, einfach, so geht doch. Mal direkt so einen Taler und so eine klopapiergroße Form. Die macht dann noch so eigentlich dieses Dings drum. Ja, wir machen das jetzt auch mal. Ich hole mal die beiden, das Zeug. Ich hole mal das Zeug so. Das ist ja fest. Habe ich was falsch gemacht? Ich glaube schon, ne? Das ist wirklich sehr fest. Das ist ja wie Nutella. Oh je, kann ich das jetzt überhaupt so durchkriegen? Man sollte es, glaube ich, schaumig schlagen. Ich habe Nutella gemacht. Habe ich jetzt das Rezept? Aber eigentlich ganz lecker. Also geht auch so bestimmt. Da muss ich halt einfach nicht umrühren. Hm? Wie hört sich das an? Kann er nämlich. Tja, Vanessa, habe ich dich nur mal wieder mit deinen eigenen Tricks geschlagen. Keine Ahnung, was es ist. Bin mir nicht 100% sicher. Also, dann machen wir das doch ein... Jetzt hängt das natürlich alles... Ich habe es, glaube ich, einfach sehr richtig gemacht. Das ist das Ding jetzt so. Dann machen wir hier so. Und dann werden wir das einfach nehmen und das dann bestreichen. Ja, stopp jetzt. Ich verstehe es. Das wollte ich eigentlich auch nicht dafür benutzen. Ich bin echt fucking hohl. Okay, machen wir mal so. Weißt du, ich mache Kuchen, die sind zu warm. Dann kriegt das nicht hin. Ich mache Kuchen, die sind zu kalt. Kriegt da nicht hin. So, kann ich mal einmal eine Medium-Temperatur erwischen und Sachen so machen, wie sie gemacht werden sollen? Gibt's nicht. Es gibt's einfach nicht. Kann er einfach nicht. Also es funktioniert schon. Sehen wir ehrlich, es ist schon, es ist machbar. Es ist ein absolut machbares Ding. Wenn es ein bisschen schmilzt, dann ist das schon gut. Ich werde fucking wahnsinnig. Was ist denn das mit mir und verdammten Tortenvideos. Mir ist jetzt gerade die Speicherkarte mitten im Dreh abgeraucht. Ich weiß, dass wir jetzt beim ersten Boden waren und jetzt steht das hier vor euch. Das ist nicht fertig. Das mit dem Boden und der komischen Schokocreme hat sich dann dementsprechend erübrigt. Ich habe hier aus dem anderen Boden, um euch hier up to date zu bringen, weil... Ich habe hier noch ein Stück rausgeschnitten, habe dann drei Stück aufeinander gemacht, habe dann diese weiße Creme hier genommen und die durchgemixert, damit man das so drumherum machen kann. Aber das bröselt alles. Und ich weiß nicht, warum es bröselt. Dann habe ich mir... eine Packung Fondant genommen, aber das sind Klötze. Nicht so komisches Fertig-Roll-Fondant, wie Vanessa das hat. Und ich kann nicht ausrollen. Deswegen habe ich das geknetet mit meinen Händen, damit das jetzt so aussieht. Und ja, besser wird es nicht. Denn der Abschluss kommt jetzt noch. Und ihr seht schon, hier unten ist nicht alles perfekt, aber ist kein Problem. Denn ich habe hier Zuckerguss und das erste Mal in meinem Leben Spritzbeutel. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt alles. Weil ansonsten raste ich komplett aus. Ich brauche jetzt so einen blöden Spritzbeutel. Das ist wirklich nur einer. Das heißt, es ist eine Chance jetzt. Ja, hier. Mit so einem kleinen Ding. Vanessa hat sich das so geschnitten mit ihren Spritzbeuteln. Aber da ich noch nie einen Profi-Spritzbeutel benutzt habe. So, da rein. Und dann muss man das aufmachen. Und jetzt kommt nämlich noch Zuckerguss hier rein. Ich habe hier schon ein Loch reingeschnitten. So sieht das Ganze so aus. Vanessa. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist eine Drohung. Die hat, glaube ich, so Zuckerguss selber gemacht, aber brauche ich nicht. Dieser Zuckerguss muss ich hier irgendwas mitmachen. Eins. Ich hasse Backen. Ich habe so lustige Sachen gemacht auch, in dem was weg ist jetzt. Und jetzt habe ich nur so einen Spritzbeutel. Weißt du, das I-Tüpfelchen hätte der Spritzbeutel sein müssen. Aber nein, der Spritzbeutel ist jetzt das A- und O-Tüpfelchen. Ist das jetzt richtig? Das passiert jetzt einfach. Ob das dann da rauskommt oder nicht, das ist mir egal. Also wir hatten letztens im Stream eine interessante, angeregte Diskussion und Zuckerguss, da kriegst du mich echt im Normalfall nicht mit, ne? Und jetzt muss man das, glaube ich, so zusammen machen und so. So, und wenn ich dann hier drauf drücke, dann kommt was. Also da kommt's schon. So, und jetzt muss ich das hier verzieren. Wir drücken das dann hier so und so. Vanessa kann das so voll schnell machen, als ob. Ich mache das jetzt hier so rum, weil die hat das auch gemacht. Damit das so aussieht, als wären das verschiedene Lagen an Rollen. Auch wenn die Grundlage dafür es alleine schon nicht zulässt,
dass das nur ansatzweise aussieht wie eine verkackte Kack-Scheiß-Toiletten. Bin sauer. Merkt man das? Ich male jetzt hier gleich noch so einen Charming Bear oder so einfach auf die Seite. Und dann habe ich das ganze Game sowieso hier gewonnen. Wenn es einen Deko-König gibt, dann bin ich das. Und dann hat sie noch hier unten. Wie? Man hält es doch nicht so. Das ist doch... Keine Ahnung. Es ist jetzt hier unten und oben und das ist jetzt... Besser wird's nicht. Ich habe mich jetzt wirklich aufgeopfert. Ich habe alles gegeben und besser wird's fucking nicht. Ich bin sauer. Hier ist mein Ergebnis. Ich filme es euch gerne mal mit dem Handy ab, weil ich weiß, dass das Weiß zumindest auf dem Bildschirm hier übel eskaliert. So, jetzt sind wir mal auf dem Handy. Ihr seht das Ganze. Es ist im Prinzip ein Meisterwerk. Also es könnte, wenn ich das jetzt in ein Schaufenster stelle, es könnte sehr ähnlich aussehen. Ja, da reden wir jetzt nicht drüber, zu dem, was es denn da eigentlich sein sollte. Also es sieht schon aus wie der absolute Oberhammer. Das ist für mich eine Klorolle. Hammer. Ich rufe jetzt mal Vanessa an. Ich brauche mal professionelles Feedback im Zweifel. Freddy? Hallo? Hast du eine Sekunde? Ich filme gerade was. Ich würde dich nur mal ganz gerne um dein Feedback bitten, weil ich glaube, du bist da ein bisschen besser aufgestellt als ich. Oh Gott, du machst eine Torte, du machst eine Torte. Und ich wollte mal fragen, Vanessa, wie habe ich es denn gemacht? Ja, ich hab so größere Formen gehabt, ich musste das ausstanzen, weil ich habe nicht so viel hinbekommen, weil die sind ganz dünn. Ja, warum ist denn dein Teig so krümelig? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich beim Teig alles so gemacht, wie du es mir gesagt hast. Aber ich dachte, ja. Ich nehme dich mal in den spannenden Moment mit, wenn ich anschneide, damit du sehen kannst, wie ich es da drin gemacht habe. Ja, in deinen Ehren. Ich wollte natürlich in der Quarantäne testen, ob die Leute das auch machen können. Soll ich mal anschneiden mit dir? Ja, schneide auf jeden Fall an. Er schneidet sie gerade an. So lustig, dass sie mich gleichzeitig einfach anguckt. Ja, wir sind die drei Spirit Animals hier. Oh, was ist denn da für eine Creme? Hat er gemacht, aber guck. Hä? Oh. Hat er aber gemacht. Ja, das ist so eine Torte, hör mal. Ich wollte gerade sagen, sieht doch ganz gut aus, oder? Das sieht gut aus. Also gebe ich dir schon eine 10 von 10, muss ich sagen. Na, ich würd dir so eine gute 6 von 10 geben. Ja, kann ich verstehen. Also Innere eine 9. Das finde ich geil. Okay, also habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Ja, jetzt musst du probieren. Ach so, ja klar. Ich bin denn, stolz auf dich. Denn die Frage stellt sich natürlich noch... Wie schmeckt? Dankeschön, Vanessa. Und jetzt stellen wir uns natürlich wieder der allerwichtigste Frage. Wie schmeckt die Klopapier-Torte von Vanessa? Okay, sehr gut. Ich probiere jetzt. Bereit? Ja. Oh, viel Fondant, ne? Viel Fondant. Mh, Fondant. Lecker. Zehn von 10. Auch zu dieser Uhrzeit perfekt. Ich habe das den ganzen Tag gemacht. Ich habe das nicht geschafft, Mann. Ich habe heute nicht gestreamt, weil ich wusste, ich mache diese Kacktorte und ich kann nicht backen. Und deswegen habe ich den ganzen verfickten Tag deine scheiß Torte gemacht, Mann. Ja. Und dann ist mir mittendrin noch die Kamera geschmiert. Ich bin fast ausgerastet gerade. Ich habe fast die ganze Bude zerlegt. Ja, ich habe schon gesehen, dass auf einmal dunkel war zwischen dem Schnitt und war so, haha, Bullshit. Und jetzt ist es so fucking 22:30 und es macht keinen Spaß. Deswegen entstehen Kriege, weil jemand eine Torte machen wollte. Es dauert einfach zu lang. Dankeschön, Vanessa. Ja, hab dich auch lieb. Viel Spaß noch. Grüße an Kelly. Ich grüße sie. Okay. Schickst du mir ein Stück mit der Post? Ich schick dir ein Stück mit der Post, aber per Kurier direkt. Fischkopf, danke. Fischkopf hat gerade nicht so viel zu tun. Der packt das ein und dann bringt er dir das. Hamdüler. So, Habibi, ne? Auch rein. Ciao, ciao. Ja, das hat ja noch geklappt. Und es sieht auch ganz gut aus. So von so. Warte, ich schneide das immer zu mir an. Ich Arsch. So, ich schau mal kurz. Gesicht weg, dann kommt der Fokus. Ich glaube, das wird schon ganz okay. Dankeschön, Vanessa, dass du so tolle Videos machst. Ich habe das mal wieder getestet. Falls ihr noch andere Quarantäne-Kochtipps habt, die ich mal testen soll für euch, let's go. Es ist ja keine Quarantäne. Da möchte ich mal kurz darauf hinweisen. Ich benutze das Wort Quarantäne sehr inflationär. Es ist natürlich ein Bleib-zu-Hause-Test. Sachen, die man zu Hause machen kann mit Freddy. Oh je, gut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, kauft mein scheiß Merch, hört meinen verfickten Podcast mit Fischkopf zusammen. Es ist wirklich sehr lustig. Und abonniert den zweiten Kanal. Da kommen die ganzen Animal Crossing Let's Plays auch in eine Stunde Folgen. Wenn ihr nichts zu tun habt, ist es wirklich, mein ganzer Tag ist im Prinzip online, nur in anderen Projekten. Also macht's, sonst, ich schwöre, ich stech den Kuchen ab. Tschüss. Das Video ist vorbei.
ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein, tschüss.